Männer in kompletter Rüstung, die in einem MMA-Käfig gegeneinander kämpfen. Das Ganze nennt sich Armored MMA, beziehungsweise gerüstetes MMA oder MMA in Rüstung. Und da gibt es gerade aktuell ein Video, das überall auf Instagram viral geht. Und seit vorgestern schickt mir das jeder auf Instagram und sagt, ich soll da unbedingt drauf reagieren. Daher reagieren wir heute mal auf mittelalterliches MMA. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung für ESN. Egal ob Isoclear, Kreatin oder was auch immer, den besten Rabatt gibt es immer mit meinem Rabattcode RINGLIFE. Tippt den Code ein und ihr spart immer mindestens 10% und bei Aktionen immer nochmal deutlich mehr. Jetzt geht's los. Dann lassen wir uns auch mal überraschen, was jetzt hier in diesem Video passiert. Das Ganze gab es früher schon einmal und zwar hieß es M1 Medieval. Ja, das war, glaube ich, eine russische Veranstaltung oder so, war auch wirklich groß. Da haben die das damals schon mal gemacht, schon vor Jahren. War relativ interessant. Mal sehen, ob das jetzt ein Sport ist, der wirklich groß werden kann. Jedenfalls, wir haben hier einmal den John Stegmeier und einmal den Andrew McCarby. Beide sind gleich groß. Gewichtstechnisch, der Kollege rechts ist ein bisschen größer. Der hat ein bisschen mehr Erfahrung. Alterstechnisch ungefähr gleich. Und übrigens, als Dankeschön für den langjährigen Support gibt es jetzt immer wieder in den Videos kleine Gewinnspiele. Und zwar wird hier in diesem Video irgendwo ein 100€ ESN-Gutschein im Bild eingeblendet sein. Ein bisschen versteckt, aber ihr werdet den auf jeden Fall sehen. Also wer den zuerst sieht und einlöst, bekommt 100€ bei ESN. Und in den weiteren Videos machen wir das auch immer wieder. Also viel Spaß bei der Suche und jetzt geht's los. So, also das ist jetzt hier tatsächlich ein Ex-Pro-Fight im Middleweight. Also die Waffe der Wahl ist hier eine Axt. Wobei das hier auf der anderen Seite eher ein bisschen nach einer Lanze aussieht. Aber ist halt wahrscheinlich eine modifizierte Axt. Sogar der Ringrichter ist ein bisschen hier in Rüstung. Vor allem seine Hände und der Kopf natürlich geschützt. Oh, da ist hier auf jeden Fall schon mal eine Schwachstelle. Ja, man kann hier einen Achselhöhlenhaken geben mit der Axt. Nicht einen Leberhaken, sondern einen Achselhaken. Der andere Kollege sieht deutlich besser gerüstet aus. Das ist doch pay to win. Der hat viel, viel mehr Geld reingesteckt in das ganze Ding. Ja, also hier ist auf jeden Fall unfair verteilt. Pay-to-Win ist bei diesem Dings-System auch vorhanden. Ja, der andere ist so ein Free-to-Play-Player. Der hat gerade erst angefangen, der hat noch nicht so viel Geld reingesteckt in das ganze Ding. Der andere hat schon ein paar tausend Euro investiert, ja, sieht man auch an seiner Rüstung. Ja, ich würde jetzt sagen, Pay-to-Win gewinnt immer der Kollege in Rot. Der rote Lanzenträger wird derjenige sein, der diesen Fight hier gewinnt, ja. Jetzt mal kurz ehrliche Frage. Hättet ihr Bock, sowas zu sehen? Weil wenn ihr sagt, ihr habt Bock, sowas zu sehen, dann organisiere ich das ganz easy für Ringlife Combat. Das kriegen wir auch bei uns im eigenen Ring hin, dass wir ein paar Leute da mit Axt und alles Mögliche gegeneinander kämpfen lassen. Der Kampf geht auch direkt richtig stark los. Frontkick von unserem Sonnen-Pay-to-Win-Krieger. Kassiert aber direkt mit der Axt eine gegen den Kopf. Wäre da jetzt der Helm nicht, wäre jetzt schon der Kopf weg. Ah, so Low Heap, ich weiß nicht, wie man das nennt. Kein Low Kick, aber Low Heap. Da wäre der Schädel schon gespalten. Gut blockiert und dann zu der Leber gegangen. Kassiert jetzt hier auch eine miese Boxkombination. Drei gerade Hände, die direkt an den Schädel gehen. Was ist da jetzt passiert? Irgendwas ist mit seinem Handschuh kaputt. Ah, ich glaube, der kriegt seine Hand nicht mehr auf. Okay, jetzt hat es wieder geklappt. Schlechte Rüstungsqualität. Die Qualität seiner Handschuhe ist noch grün. Weißt du, das ist so Anfänger-Item, das man erst von der Quest bekommt. Ey, da merkt man direkt, dass ich so voll der hängen gebliebene MMO- und RPG-Spieler bin, oder? Also, wenn ihr jetzt nicht gemerkt habt, dass ich eigentlich der absolut hängen gebliebene RPG-Spieler bin, dann weiß ich auch nicht, ne? Ich schwöre es euch, ich liebe so MMO-RPGs. Ich habe früher... habe ich so Sachen gespielt, so WoW-Kopien und so. Damals konnte ich mir so 15, 20 Euro im Monat für WoW nicht leisten. Deswegen habe ich mir immer so voll die Billig-Kopien von WoW kostenlos dann reingezockt. Ey, ich liebe so einen Scheiß, ne? Rüstungen sammeln, grüne Items, dann blau, dann lila, dann orange, episch und so weiter und dann immer mehr ausrüsten. Ich feiere den Scheiß hart. Ich weiß eh, die Hälfte meiner Community hat eh so Metin 2 und so gezockt. Ihr wisst genau, was ich meine. Guter Angriff jetzt von unserem Pay-to-Win-Sonnenkrieger. Nee, aber mal ernst, ne? Also sowas, ich habe ja ein bisschen Kontakte jetzt auch schon in diese Szene. Das nennt sich ja Buhurt eigentlich, dieser Sport. Ich habe das ja auch selber ausprobiert hier bei mir in Nürnberg. Und ich sag euch ehrlich, wir könnten das als vielleicht Halftime-Show so einen Kampf bei Ringlife Combat ganz, ganz easy einführen. Also wenn ihr dafür seid, dass wir das bei einem der nächsten Events mal einführen als Showkampf, so ein Ding, sagt mir Bescheid, wir organisieren das auf jeden Fall. So, die erste Runde ist vorbei. Ich habe jetzt noch
um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung, wie man jetzt hier das ganze Ding bewertet. Wie punktet man das Ganze? Klare Treffer mit der Axt zum Körper oder wie oder was? Das war ja schön gemacht, ne, von beiden. Richtig geile Aktion. Schön blockiert, dann dreht er sich aber rein und hebt ihn dann nochmal ein. Junge, krass. Machen wir direkt mal weiter in der zweiten Runde. Starker Angriff. Oh, ja, das gefällt mir, wenn die sich richtig auf die Fresse hauen. Aber das muss ja mies wehtun in diesen Stahlkappen-Handschuhen. Und dann haust du da auf dieses eisenharte Eisen oder auf den harten Stahl von dem Gegner auf den Kopf drauf. Jetzt Ground and Pound, vielleicht sehen wir gleich. Knie zum Kopf, Junge. Boah, das muss auch echt schwer sein, da aufzustehen, ne? Ich habe so eine Rüstung getragen. Ich glaube, die ganze Rüstung, alles insgesamt, wiegt so ungefähr 30 Kilogramm. Das merkt man schon ordentlich. Oh. Aber auch das kann, das spürst du ja gar nicht, diese Knie zum Körper. Die bringen vielleicht Punkte, aber spüren tust du das auf jeden Fall nicht durch diesen ganzen, durch die ganze Rüstung, ne? Aber schau mal, wenn man sich das Ganze ja jetzt gerade so anschaut, ne? Ey, wie haben die sich früher gekillt? Die sind doch gar nicht verreckt an die ganzen Ritter, die in so einer krassen Rüstung aufgetaucht sind. Wahrscheinlich nur das Fußvolk, das in so einer Lederziegenhaut oder so in den Krieg da marschiert ist mit einer Axt oder so. Die wurden so auseinandergeteilt. Aber so ein richtiger Pay-to-Win-Ritter in so einer krassen Rüstung, der hat doch niemals Schaden bekommen. Außer jemand hatte ihn am Boden und hat dann irgendwie ein Schwert durch den Augenschlitz oder so in den Kopf gerammt. Oder hat irgendwie in den Helm dann ausgezogen oder so. Aber ansonsten konntest du die doch eigentlich fast gar nicht killen. Ja. Oh, Trip! Er trippt ihn und bringt ihn zu Boden. Aber der Sonnenkrieger, der Pay-to-Win-Sonnenkrieger, ist jetzt in der Side-Control. Mal sehen, ob er in die Full-Mount geht. Oder vielleicht geht er in die Half-Guard. Was macht er? Geht er in die Guard über? Nein. Ich dachte, vielleicht kommt da jetzt noch irgendwie so eine Submission oder so. Stell mal vor, der eine Ritter macht einfach hier so einen Triangle Choke und choke den anderen komplett aus. Ja, schöner rechter Haken, Hammerfist. Aufwärtshaken hier, Aufwärtshaken. Er sucht den Trip. Versucht einen Judo-Wurf. Und da ist die Runde auch wieder vorbei. Also ich würde mal sagen, unser Pay-to-Win-Sonnenkrieger ist auf jeden Fall gerade vorne. Ich glaube, er hat die besseren Treffer gelandet. Hier sieht man nochmal schön, wie er ihn da getrippt hat. Richtig gut. Knie zum Kopf, auch richtig schön. Hier sieht man die Wiederholung. Bah! Das hat er gespürt. Ich glaube, das hat er sogar durch den Helm gespürt. Und wir gehen jetzt auch in die dritte und letzte Runde, soweit ich das beurteilen kann, in diesem Kampf, ja? Let's go. Oh, schöner Treffer zum Kopf. Das war ein klarer Wirkungstreffer. Schön pariert. Nochmal pariert. Dreimal hintereinander. Die Verteidigung sitzt bei unserem Sonnenkrieger. Viermal, fünfmal. Was ist das? 100%ige Defense. Sechsmal pariert und Treffer reingebracht. Und nochmal kurz eine rechte. Und jetzt wird einfach nur noch ein Kräftemessen zwischen den beiden. Es wird gerungen, es wird geschoben. Und vielleicht wird jetzt hier auch gleich geworfen. Und unser Sonnenkrieger ist zu Boden gegangen. Oh, schöner Takedown, Wahnsinn. Khabib Nurmagomedov. Und schöne Knie zum Kopf. Ja, das wollen wir alle sehen. Knie zum Kopf, Junge. Schön mit den Stahlknien. Khabib Nurmagomedov hat den schönen Takedown da angesetzt. Die Ausdauerwerte von dem anderen Gegner natürlich nicht ganz so gut, weil er hat noch nicht so viel Geld reingesteckt in das Spiel. Ich sag euch, es ist wirklich todesanstrengend. Jetzt mal ganzen Spaß beiseite. Ich habe das ja wie gesagt gemacht. Alleine die Waffe zu halten, weil die Waffe wiegt ja auch ganz schnell mal so eine Axt. Langes Holz, oben Metall, wiegt ganz schnell mal
Kilo, 1,5 Kilo, ne? Das ist todesanstrengend für die Griffkraft, für die Handgelenke und so, ne? Teilweise konnte ich manchmal das Schwert nicht mehr halten. Ich habe mit einem einhändigen Schwert und mit dem Schild gegen den anderen Typen dort so ein bisschen Sparring gemacht, ne? Und es war wirklich verdammt schwer, so nach einer Minute, nach zwei Minuten merkst du es richtig in der Griffkraft, dass deine Hand sich nicht mehr vernünftig schließen lässt. So, natürlich hast du hier zwei Hände an dem Griff, ne? Aber es ist wirklich deutlich, deutlich anstrengender, glaubt mir, als ihr das jetzt vielleicht zu Hause denkt. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert das mal aus, falls ihr in der Nähe irgendwie so einen Verein habt, Buhurt oder so, macht dort mal ein Probetraining. Es ist wirklich echt lustig. Oh, böses Knie zum Kopf, zweites Knie zum Kopf, ja, das ist vorbei. Das ist ein technischer Knockout, würde ich jetzt mal hier sagen. Auf dem Schlachtfeld wäre das ganz klar der Kill. Kann er sich noch verteidigen? Nein, schöner Ground and Pound. Das Ding ist vorbei. Ich frage mich, ob man hier Leute auch ausknocken kann. Die letzten 10 Sekunden sind angebrochen. Beide sind erschöpft. Ja, das sieht man. Ganz klar Erschöpfung auf beiden Seiten. Und da ist der Kampf vorbei. Ja, ich würde mal sagen, natürlich unser Pay-to-Win-Sonnenkrieger hat dieses Ding ganz eindeutig gewonnen. War ehrlich interessant. Kann man nichts sagen. Oh ja, bei dem sieht man auch schon, ne, auf jeden Fall ein bisschen blutiger Mund. Der hat schon ordentlich Treffer kassiert. Spuckt das ganze Wasser, das Blutgemisch jetzt auch auf den Boden. Für die weiteren Fighter vielleicht nicht ganz so gut, weil die dann alle am Ausrutschen sind. Unser Pay-to-Win-Sonnenkrieger mit der Halbglatze hat nicht eine einzige Macke im Gesicht, ja. Ja. War mir klar. Ich habe die Rüstung gesehen und das war von Anfang an klar. Also, als langjähriger RPG- und MMORPG-Spieler sieht man sowas sofort, ja. Pay-to-Win ist einfach zu stark. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich fand es durchaus unterhaltsam. Danke für den Tipp und den Vorschlag, dass ich darauf reagieren soll. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Kampf in die Kommentare. Und natürlich, ob ihr sowas gerne mal vielleicht bei Ring Life Combat sehen möchtet. Ja, das war's jedenfalls von meiner Seite. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und drückt schön den Daumen hoch, wenn ihr im nächsten Video wieder einen Gutschein haben möchtet. Ab geht's.